Roll mal rein. Geh mal hier rein, so. Und dass Hüfthosen wirklich die Figur verderben, das kann ich selbst bezeugen. Ich habe es nämlich selbst gesehen. Da war eine. Ich habe da in einem Umkleideraum, einem Fitnesscenter, eine Frau so gesehen. Toll, also wunderschöne Beine, tolle Figur, wo man richtig neidisch wird. Und dann. Willkommen, Pilger, mein Name ist Vamodai, im Namen der Gunhilia sollst du geprüft werden. Okay, hier über die Zeit. Okay, das war es eigentlich so gewesen, Leute. Sie war, hat echt eine tolle Figur gehabt. Beneidenswert, muss ich sagen. Aber und dann hat sie die Hüfthose angezogen und dann hat sie plötzlich gut 2 Zentimeter Speck gehabt. Schickerstein erkannt. Hat eine Übertragung mit Übertragung. Ich habe schnell das weggedrückt. Stasis-Modul. Ja, so wie die Zeit stören. Okay. Das Modul wurde aktiviert. Und mal ganz ernsthaft, Leute. Das Mittel war nicht fett. Schnell rüber. Es war nicht fett, aber durch die Hüfthose hatte sie tatsächlich das gehabt. Naja. Zum Glück hatte sie auch. Hatte sie auch so ein Longshirt angehabt, sodass es, sag ich, praktisch doch sehr verdeckt war, aber trotzdem, muss man sich mal vorstellen. Also. Schnell, Link. Schnell, schnell. Wenn man dann bedenkt. Achtung. Ach ne, muss im nächsten warten, muss er dann. Also ich meine, wenn das dann so ein Mädchen sieht, so ein junges Ding, das so zieht so eine Hüfthose, ich meine, man sagt ihr, oh, du hast ja eine tolle Figur und... Nehmen wir das mal. Oh, du hast so eine schöne Figur, kann es auch scheiße sein. Ja. Und so. Und dann zieht sie solche Hüfthose an und dann zieht sie so einen Ring, weil es so ganz blöd gedrückt, also ganz blöd so einschnüren tut. Kriegt auch Komplexe in den Scheiß. Den könntest du auch bitte mal anhalten. Ich möchte nämlich da oben hin, das ist nämlich was. Danke! Schnell, schnell, schnell. Kaiserschild! So, hier runter, weil der nächste kommt. Oh, ich habe ihn auch so ausgerüstet. Das ist gut. Sieht irgendwie cool aus. Also, das, wir brauchen nämlich gleich das hier. Hm, Eisenhammer. Das ist voll der Hammer. Na, wohin fliegt er? Gut, dass das unzerstörbar ist, der Schrein. Stell dir mal vor, wir hätten tatsächlich den Schreiner geschlagen. Der Alte wäre jetzt nie warte gehabt, bevor er uns das Zeichen der Bewährung gegeben hätte. Ups, ich habe ihn umgebracht. Oh, ich glaube. Oh. Ich glaube, wir haben den Mönch umgebracht. Was meine Prüfung immer ist und mein Zweifel zu Hause wird hält. Im Namen der Gunhilia verleiht ihr jetzt eine Bewährung. Und das nächste Mal schleudert nicht einfach Eisenkugeln gegen mich oder gegen meine Kollegen. Wer war es? Stein. Das spielt jetzt keine Rolle. Okay.
Ich weiß nicht, wieso ich jetzt mich darüber amüsieren muss. Ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Hier ist mein Dienst erfüllt. Möge die Kanhilien dir beistehen und ich kann endlich in lang gesehnten Rente. Tschüss. Freunde wollen Abhänger und eckige Bomben bleiben liegen. Nicht immer, aber immer öfters.